fuck did I just watch? Ist womöglich eine Frage, die wir uns alle in den letzten Jahren wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gestellt haben. Insbesondere, wenn der Filmgeschmack so wie der meinige gerne in Richtung von trashigen B-Movies geht. Und da ist natürlich Nicolas Cage ein Name, der auch immer wieder gerne auftaucht. Ich meine, früher war er ein absoluter A-Liga-Schauspieler aus Hollywood, hat für seine Performance in Leaving Las Vegas den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen, wurde für seine Rolle in Adaption 7 Jahre später sogar noch einmal für den Oscar nominiert und hat mit Face Off und anderen Filmen auch noch großartige Action-Vehikel abgeliefert. Dann allerdings kam womöglich irgendwo der Bruch, wo seine Karriere eher abgedriftet ist, in etwas, das man am besten mit dem ERV-Song Wo ist die Kohle, wo ist die Marie beschreiben kann, und er filmte einfach so ziemlich alles. Aber ganz ehrlich, so negativ das vielleicht auch klingen mag, so positiv ist das für Fans von Trash-Filmen wie mir. Weil ganz ehrlich, wie kann man die Verwandlung zum Ghost Rider besser darstellen, als einfach nur 30 Sekunden diesen hier zu machen? Oder einfach Elijah Wood eine Minute lang anzuschreien: Open it, open it, open it, open it! Oder über Bienen weinen. Es ist einfach nur großartig. Egal welcher Nicolas Cage jetzt gerade in einem Film zu sehen ist, mir macht das so ziemlich immer Spaß. Eine Möglichkeit, dass das nicht eintritt, ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Da braucht es schon ein absolutes Ausnahmetalent. Enter Panos Cosmatos, der mit Mandy im Jahr 2018 die meiner Meinung nach größte Enttäuschung des Jahres abgeliefert hat. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mir von dem Film etwas anderes erwartet habe, als von dem üblichen The Asylum Gatsch, wo man sich im Endeffekt auch nicht wundern darf, dass Sharknado 5 jetzt bei den Oscars irgendwie wieder mal vergessen wurde. Aber der Film war für mich einfach widerlich. Und das liegt natürlich in erster Linie an seiner Optik. Irgendwie sieht Mandy die ganze Zeit so aus, als wären die Filmrollen in den Fässern ausgeliefert worden, die Melvin in den Toxic Avenger verwandelt haben. Ein mehr oder weniger radioaktiv verstrahlter Film, dessen unglaublich penetrante Rot- und Orangetöne spätestens nach 5 Minuten beim Zuschauen einfach wehtun. Ein Film, der einfach unangenehm zu schauen ist. Eine Mischung, als würde man seinen Augen so an eine Lavalampe dran drücken oder einfach den schlimmsten LSD-Trip aller Zeiten erleben. Das Ganze noch dazu, weil der Film so mehr oder weniger auf Pseudo-Arthouse produziert ist, mit einfach nur gedankenschweren, pseudophilosophischen Dialogen und Kommentaren, die spätestens nach 5 Minuten ermüden. Einer irgendwie episodenfilmhaft anmutenden Inszenierung mit einzelnen Titeln Einblendungen für die jeweiligen Segmente des Films und wirklich nervige, ungemütliche Charaktere. Ja, es gibt einige wirklich interessante Szenen, auch mit den Sektenmitgliedern, aber die meiste Zeit ist es einfach nur anstrengend, dem Ganzen zuzuschauen. Vor allem, weil mit der Ausnahme von Nicolas Cage jetzt nicht unbedingt die großen Schauspieltalente in dem Film vereint sind. Dafür schafft es Cage tatsächlich, dass einige Szenen, wie beispielsweise sein klassischer Ausraster im Badezimmer, wirklich unterhaltsam und nett anzusehen sind. Und auch sein Rachefeldzug im letzten Akt des Films hat durchaus etwas für sich. Einige richtig blutige und interessante Szenen, ich sage nur Dunstkreis Kettensäge, hat der Film auf jeden Fall zu bieten, aber das war für mich für die Laufzeit von fast 2 Stunden ohne Abspann einfach viel zu wenig. Der Film hatte einige Szenen, die unterhalten können. Er hat sich auch dann tatsächlich in meiner Wertung, und momentan vergebe ich ja tatsächlich Filmwertungen, falls ihr mir folgen wollt auf dem großartigen Film Social Media Letterboxd, könnt ihr immer wieder sehen, was ich gerade gesehen habe, beziehungsweise wie ich die Filme bewerten würde. Und es hat dieses Ende und dieser Rachefeldzug von Mandy doch tatsächlich geschafft, den Film auf 2 von 5 Sternen zu heben. In der ersten Hälfte wäre ich da tatsächlich eher bei 0,5 gewesen. Eine Szene nerviger und anstrengender als die zuvor, das Ganze in wirklich widerwärtiger Optik, dann noch dazu eine Handlung, die eigentlich kaum vorhanden ist, Dialoge ohne Sinn, ohne irgendein Ziel, das der Film da offensichtlich verfolgt. Man hat teilweise echt den Eindruck, dass hier krampfhaft versucht wird, den Film auf eine bestimmte Länge zu bringen und das nicht wirklich mit Inhalt schafft. Es ist ein
ermüdendes, langatmiges, langweiliges Spektakel, das mich einfach von vorne bis hinten komplett enttäuscht hat. Und das wirklich tragisch ist, vor allem weil der Film ja eben diesen großen Hype bekommen hat und von Koch Media im deutschsprachigen Raum auch in großartigen, aufwendigen Veröffentlichungen erschienen ist. Da tut es einem eigentlich schon fast leid, dass so ein Treatment so einem Film zuteil wurde und nicht einem, der es auch durch seine inhaltlichen Qualitäten mehr verdient hätte. Für mich tatsächlich die größte Enttäuschung im letzten Jahr.